Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir sind im Abenteuermodus, ne? Wie gehabt. Und habe ich neue Charaktere hier? Nee, ne? Ja, sieht nicht so aus. Okay, wir haben da einen neuen Charakter, der auf uns wartet. Hier links. Also hoffentlich ist das ein guter Charakter. Ihre Schwerkraft. Alle bleiben länger in der Luft. Kampf auf massenweise Items. Okay, niedrige Schwerkraft. Das klingt doch nach einem Job für Donkey Kong. Bum, 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 bum. Ja, ich glaube, mit Donkey Kong habe ich auch sehr gute Erfolgsquoten hier in diesem Spiel. Also, gucken wir mal. Los. Und Rosina. Nein. Das ist, ich dachte, er wäre. Wie war's, Curry? Ja, Feuer gegen Eis. Gegen Schaden, wenn ich beide treffe? Weiß nicht, schon lange her, dass ich Ice Climber hier gesehen habe. Brawl war das letzte Mal. Boom. Das ist eigentlich richtig gut, ne? Da kann ich voll meine Super Schläge hier abtimen. Die Schwerkraft so niedrig ist. Nom nom. Nom nom. Ha. Ihre Moveset verwirren mich irgendwie. Die sind irgendwie zu weit auseinander, die beiden. Oh, Junge. Okay. Wo ist das? Ein sehr merkwürdiger Kampf irgendwie. Oh, warte. Boah, die kriegen ja fast gar keinen Schaden. Aber wir sind draußen. Gut. Kämpfen wir mit Erzkeule. Ja, ist auch nicht schlecht, ne? Snack, Maxi und ein paar Lernjuwelen. Gut. So, wen haben wir hier? Bitte sei jemand Gutes. Duckhunt! Yes! Im Kampf mit freien Kämpfer, sehr gut, ich will Duckhunt. Das ist auch so ein Troll-Charakter, den ich gerne spiele, so wie für Trainer. Mit Duckhunt bin ich so halbwegs gut. Glaube ich. Würde ich jetzt so mal bauten, so schamlos. Ja, ich wollte eigentlich nicht. Boom. Das ist schon mein Lieblingstrick. Jetzt mitten in die Fresse. In Donkey Kong so, habe ich was falsch gemacht? Oh, Haufen Lerngebete. Schön. Oh, ein guter Charakter. Direkt mal wählen, aber erstmal auf Leveln gucken. 29. Aber hier ja, kurzzeitig Angriffskraft. Ja, fallen schön durch Wahlkampfwaffen wie Schwerter. Was ist besser? Wenn ich Dauer von Transformation, das brauche ich eigentlich nicht so in diesem Modus hier. Starken Angriff. Im Schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. Ja, ich glaube das, ne? Ja, direkt mal Duckhunt nehmen. Aber welche Farbe habe ich noch mit dem immer gespielt? Den hier, ne? Ich glaube den hier, ja. Cool. Wir kommen langsam Charaktere, die ich mag. Ich haben will.
komme ich da oben hin? Warte mal hier. Pet Team, das der Gegner jagt nach Items, 4 Stück. Dürfte machbar sein. Na Picknapper, ach so. Oh nein, das wird nervig. Ah, jetzt sehe ich immer, wenn einer von denen gestartet wird. Die sind aber auch gierig nach den Items, ne? Lass mich durch. Tisch. Boom. Hat er den gesehen? Oh nein, da passt du meinen Moment nicht auf. Oh. Oh. Nein, ist da runtergefallen. Was ist das? Was sagt er? Ja, Fritz Störung Verwundbarkeitsphase beim Landen. Geht aber noch relativ einfach. Ring, din, din. Ich bin ja hier was freigeschaltet, neu. Ja, dafür muss ich GP bezahlen, alles klar. Lernjuwel, her damit. Ja, für Leute, die gerne Neues erleben. Sagt er bestimmt bei jedem Geist, den er verkauft, ne? So, Wissensbaum, gib mir Wissen. So, was wollte ich jetzt haben? Bei Schadenswert kurzzeitig Angriff. Ich werde nicht darum herumkommen, hohen Schaden zu bekommen. Also wird irgendwann nämlich mal nützlich sein. So, Ashley mit Suki Robbins. Keine Ahnung. Der Gegner ist unsichtbar, was? Wir kämpfen diese Horrormenschen, also ist sie auch von Fatal Frame oder was? Keine Ahnung. Ja, ich sehe dich. No, der Bewohner. Ich kann einfach mit dem Ding vorausscouten. Die hat meine Kanne eingesteckt. Müsse. Na was? Boah. Warum ist eigentlich Melinda immer Part? Und irgendwelchen richtig nervigen Kämpfen. Genau wie dieser Kampf gegen Corin. Den ich immer noch nicht kriege hier. Jetzt hat sie meine Dose mal eingesetzt. Die ist immer noch am Leben, das gibt's doch einfach nicht. So.
ist er. Okay, ich will gar nicht wissen. Ananas. Nein! Das ist ihre Ultimate. Ihre Super Smash, Ultra Smash, mein Gott. War knapp. So, die Unsichtbare ist weg. Du schaffst es hier die ganze Zeit irgendwie zu überleben. Danke. Boah. War viel schwieriger, als er eigentlich sein sollte. Ah, okay. Weil ich gleich den Duckhund und spielen kann. Komme ich dazu in der Eintruhe? Muss ich hier das erledigen, ne? Xernas. Echt Dauerschaden für dich. Ein bestimmtes Pokémon ist Programm. Der Gegner steigt mit Schaden, ist aber sehr stark. Okay. Oh Gott, Lucario. Okay, das ist ein etwas schwieriger Kampf, aber versuchen wir mal. Er hat mehr Sterne. 30, das nennst du Schaden? Hi. Macht es ja anders. Boah, der ist dann auch noch ausgewichen. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Boom. Boom. Komm. Oh nein. Boah, ich habe den Kampf voll im Griff, aber ich verliere wahrscheinlich, ne? Pass auf. Oh nein. Nein, die ist noch da hinten. Boah, verreckst du jetzt mal? Nein, nicht das. Sehr gut. Oh Gott. Ich habe die ganze Zeit Panik in diesem Kampf. Das ist ein Premier Ass. Sehr gut. So, und da ist noch eine Schatztruhe. Lass mich die mal einsacken. Geisterpunkte, cool. Was haben wir hier noch? Hier ist noch eine Schatztruhe. Viridi, die ist aus Kid Icarus Uprising. Mein Lieblingscharakter. Besiege den Hauptgegner, um zu gewinnen. Stärke Spezialangriff für Gegner. Smash Zeit. Sie gehen innerhalb des Zeitlimits. 13.000 Watt. Versuchen wir mal. Das ist eine Truhe. Hallo. Ich haben. Ha, cool. Mit dem Viridi Cosplay. Oh Gott, was? Er wird ja überhaupt nicht nervig. Der ist genau die gleiche Level wie verdammt noch mal gegen Melinda und Robin, Corin. Kung Fu Ente. Das fett wird. Oh nein, ist Viridi. Cool. Na, ich muss in alte Zeit nimmt gewinnen. Dreck.
Aber cool, Viridi im Hintergrund. Dort muss ich schnell kaputt hauen, komm. Was ist das? Alter. Nein, ich wollte Kung Fu Ente machen. Okay, so hohe Gefahr rauszufliegen ist jetzt hier nicht, aber trotzdem, das ist nervig, der Kampf. Nein. Noch 14 Sekunden. Na, da ist sie schon wieder. Nee, ich glaube, das wird nichts. Nee, glaube ich nicht. So war warten, bis ich mehr Wissen ab und so. Okay, wir haben ein neues Gebiet, lass mal da eingehen. Wo war nicht irgendwo noch auch ein Geist irgendwo? Da ist noch ein Geist. Lass mal da eingehen. Wo ich hier schon wieder neue Orte erkunde. Hajime no Mori Mädchen. Irgendwann mit Schritt oder der erste oder was weiß ich. Wir gehen uns jetzt auf Smash angefallen. Das klingt sehr doof. Also, das ist jetzt verwundbar, wenn er die ganze Zeit Smash angefallen setzt. Weil ich keine Zeit habe, ne? Also kein Zeitlimit. Oh nee. Ah, wegen Tennis, okay. Der geht nicht weg, ne? Hey. Oh. Yep, Dreck. Sieht nicht so schwer aus, also gibt Schlimmeres, aber trotzdem, der ist auch nervig. Boah, die kriegen aber gar keinen Schaden. Ja, das ging noch halbwegs gut. Ist nicht. Ich habe uns beide in Luft. Was machst du jetzt? Boah, wenn Peach nicht da wäre, ne? Auch ein Tennispartner, hallo? Boah, manchmal gibt es ja aber auch echt so Dinger, ne? Aber ganz schön mies. Schön fies. Ja, wo war Alter, ist ja noch viel. Jeff. Gehen wir hier runter zu dieser Trophäe. Ist aber noch ein ganz schön langer Weg, ey. Da muss auch eine, aber da komme ich nicht vorbei. Warte mal, kann ich nicht einfach so hier rumgehen? Aha! Ist immer noch voll viel. Komme ich da irgendwie rein? Ich komme da gar nicht rein, glaube ich. Dreck. Da komme ich auch nicht durch. Drei Sterne, ne. Vier Sterne, ich glaube, hier soll ich noch gar nicht hin, ne. Oh, Leiter. Aber heute Katapultierbarkeit für alle. Auch keine Balance, ich bin Hund. Ich habe eine Ente, die macht das Balancing für mich. Hey.
Ja, will mich auch nicht verarschen. Trotzdem getroffen, ja. Und bleibst du mal stehen. Alter. Ja. Pff. Boah, die bleibt überhaupt nicht stehen, ne? Ah, komm her, ich muss mal wieder hier gewinnen, hallo? Boom. Boah, ich krieg den nicht getroffen, ey. Boah, Junge, was ist das? Da läuft er in ihre eigene Mine rein, ey. So, komm her. Was ist das? Nein! Ja. Boah. War irgendwie nervig. Ja, was krieg ich hier? Lernpunkte. Was krieg ich von dir? Boom. Kannst du ihn aktivieren wie Balance Board besuchen? Leichtgewicht. Krieg ich dann irgendwie eine Fähigkeit wieder? Lauftempo und Sprungkraft. Angriff, Abwehr, Gewicht. Ich glaube nicht, ob mir das gefällt. Aber warum nicht? Okay, bei denen war irgendwie so ein Pfeil nach oben, also. Warte, ich brauche sowieso nicht mehr. Wenn die verschiedene Sachen irgendwie lernen. Keine Ahnung. Einfach mal Leute hier platzieren, warum nicht? Dann, hey, dich habe ich schon. Jetzt geht es mal, setzt oft Spott ein, Sprungkraft für alle. Ich habe schon Dan. Da meine ich, du kannst Leute kaufen, die du schon hast. Ja, tu du ruhig spotten. Dann tue ich ihn vom Weiten. Ich kann auch Kung Fu. Was immer du für einen Kampfstil hast. Oh, war perfekter Konter. Kennen, stimmt ja, das ist ja auch neu, ne? Ja, mein Frisbee ist so stark wie ein Hadoken. Was machst du jetzt? Boom. Boah, der blockt in meinem rechten Zeitpunkt. Hier, frisst das. Ja, stech dich mit meiner Ente. Was machst du jetzt? Den habe ich aber schon, da bin ich mir ganz sicher. So, Trude. Guck mal da ein Sit, den habe ich auch schon. Jetzt Lauftempo für Gegner. Tun wir mal einen neuen Ort hier öffnen. Ach, die Level kenne ich noch. Ist aus dem ganz alten Super Smash Bros. Hier. Der Smash Bros., wo noch gar nichts gebalanced wurde. Aua. Kommen Sie bei einem Retro-Teil da raus. Moment, mach ihn platt. Boah, der fängt dann einfach in der Luft. Niemand hat solche Reflexe, hallo?
Au. Autsch. Hab ich dieses Geräusch gemacht? Dieses habe ich ja nicht sogar ausgerüstet? Hallo? Weniger Schaden durch Nahkampfwaffen. Klingt doch mal sehr gut. So, warte mal hier. Das ist wie Rainbow Road. Hallo, Dr. Mario. Geh in den Kampf, befreie den Kämpfer. Alles klar. Rette mich. Ich hab den so platziert. Was mache ich hier? Ja, ich bin halt. Dann Finger weg von der Blume. Alter. Holla. Boom. Was das? Oh nein, er hat seinen. Da bin ich das. Und dann haut er mich damit auch noch beinahe weg. You can't handle all this. These obstacles. Boah, ich krieg den nicht down, ey. Nein! Was? Ich lebe noch. Komm her. Nein, Mann. Das gibt's doch jetzt einfach nicht, ey. Dann vermalt. Dann vermasselt er seine Rettung. Boah. Hey. Nach so einem Kampf, ne? Und dann schafft er es nicht rein in die Stage zu kommen. Auf den Arm nehmen, ja. Yay. Alles klar. Wissensbaum? Nix, ne? 27. Nö, nix. Ich werde katapultiert während des Sprintens. Das klingt irgendwie doof. Wolfwein lässt sie weiter fliegen. Das hier sollte ich mir holen. Das klingt eigentlich gut. Und Verwundbarkeit, hallo? Verwundbarkeit ist immer gut. Na, gucken wir mal, ob sich wieder was hier tut. Ja. Yep. Das ist der Bewohner. Ich werde nicht anfangen, ihren Kampf gegen spielbaren, freispielbaren Charakter zu verlieren. Hallo, warum? Ja, ich kann ja auf die Nüsse gehen. Pass auf. Nimm das Ballon. Verdammt. Nein. Schütz mich. Was ist das?
Boom. Meine Zielgenauigkeit mit dem Ding, ne? Meine Zielgenauigkeit mit dem Ding. Boom. Boah. Flieg raus. So, jetzt nochmal. Gut. Cool. Mit dem Abenteuer nur 60 Geister. Alles klar, rette 25 Kämpfer, gewinne sämtliche Kämpfe. Fragezeichen. Dann zeig mal hier, Shop. Habe ich wieder Geld? Nö. Oh, ein Ticket. Mi-Hut, Mi-Kleidung. Goku und Chao, was? Hey, Goku ist in Smash Bros. Haben sich auch einige Leute gewünscht, aus irgendeinem Grund. Weil Goku ist auf jeden Fall ein Charakter aus dem Videospiel. Da sind eigentlich einige Leute richtig bescheuert. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. In der nächsten Folge machen wir, weiß ich nicht, wir können ja mal Dings versuchen, ja. All-Star oder irgendwas anderes. Oder Multismash, was weiß ich. Ich würde sagen, vielleicht klassisch, ne? Bleiben wir aber klassisch erstmal. Gut. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar, wäre richtig nice. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.